this exist hash oil. Hash oil is very cheap, 100 gram, 5 gram. You just put cigarette like this. No problem. So if... Yes, my friend. What happens if the police catch you? No, my friend. The police didn't speak to you. So, jetzt kommt der
Kollege Versammlungsleiter auch. Wir bitten das zu entschuldigen, diese kleine Verzögerung. Wir hatten da hinten doch noch Klärungsbedarf vom Malfu. Das ist geklärt und wir fahren dann jetzt mit der Versammlung fort und beginnen mit der Vorstellungsrunde. Vielleicht könnte mal jemand nach draußen laufen und doch Bescheid geben, dass es jetzt weitergeht, weil wir ja nun auch unpünktlich angefangen haben. So, es geht gleich weiter. Der Wahlleiter hat jetzt nochmal gerade Bedarf, mit dem Florian zu reden, wegen der Kandidatenliste. Sobald er wieder da ist, haben wir dann auch die drei Namen oben auf dem Schirm. Wir werden die Kandidaten, der Vorname aufsteigend, sich vorstellen lassen. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich in 3 oder 4 Minuten auch die Namen auf dem Schirm habe. Ich weiß sie nämlich auch noch nicht. Einen kurzen Augenblick noch. Wo es mir gerade einfällt, Burkhard aus Hamburg, ist der schon da? Nee, anscheinend nicht. Ja, der Wahlleiter. So, Entschuldigung für die kleine Verspätung, wir mussten gerade noch so einen Sonderfall klären, aber wir haben es jetzt. Ich mache die Liste. Das ist... So, wir haben 3 Kandidaten zurzeit, und zwar Matthias Hagen-Bäumer, Florian Lang und Andreas Neugebauer. Das ist auch die Forschungsreihenfolge nach Nachnamen sortiert. So, also, mag noch wer kandidieren? Ja, nein, ansonsten mache ich die Liste jetzt zu. Möchte noch jemand kandidieren? Dann möge er jetzt bitte wild winkenderweise auf mich zurennen und halt, ich will Vorsitzender oder Vorsitzende werden, brüllen. Ich mag so Action-Kandidaturen eigentlich. Ja, du möchtest noch kandidieren? Ja, das mit dem Vornamen und Nachnamen hat mich jetzt gerade auch irritiert. Ja. Der Wahlleiter hat entschieden, wir machen es nach Nachnamen. Nee, Open Slides hat entschieden. Tut mir leid, Leute. Der Beamer zeigt es nur so an. Nein, nein, Technikgründe. Ist leider so. Doch, wir werden uns an diese Reihenfolge halten, ganz sicher. Ihr macht es sehr viel einfacher, weil wir dann die Wahlzettel entsprechend drucken können. Ja, es ist sehr viel einfacher, wenn man es so macht. Und das darf sich auch jeder vorstellen, von daher sollte das kein Problem sein. Also, niemand mehr zur Kandidatur, erster Vorsitz oder erster Vorsitzende bereit. Dann schließe ich hiermit die Liste für den ersten Vorsitzenden, respektive der ersten Vorsitzenden. Und die Kandidaten können anfangen, sich vorzustellen. Und ich bereite den Wahlgang vor. Dankeschön. Gut. Dann würde ich einfach sagen, gehen wir der Reihenfolge, wie wir sie eben beschlossen haben, vor. Der Matthias Hagen-Bäumer möge bitte auf die Bühne kommen und sich vorstellen. Ist technisch bedingt. Mal sagen, wir werden keine Sklaven der Technik, ne?
Guten Tag allerseits. Nach meiner Bewerbungsrede für den Landesvorsitz in Norden-Norddeich hat es einige Rückmeldungen gegeben. Ein Pirat meinte, es wäre unklug, allzu ehrlich zu sein, so könne man doch keine Wahl gewinnen. Ein anderer riet mir, jeden einzelnen Stammtisch zu besuchen, da Piraten lieber die Leute wählen, die sie persönlich zu kennen glauben. Ein dritter wies darauf hin, Piraten wählen traditionell die Leute, die sie für harmlos halten. Die nette Sorte. Es gab aber auch hilfreiches Feedback. So riet mir ein Ex-Pirat, in Zukunft mit dem Brennglas auf Piratensuche zu gehen. Ein zweiter schlug mir vor, meine bisherigen Verdienste für die Partei zu erwähnen. Und aus den Strukturen der Landespartei kam der Hinweis, ich hätte zwar eine gute Rede gehalten, aber zu wenig inhaltlich Stellung bezogen. Und diesen Hinweisen folge ich gerne. Bevor ich meine Rede vortrage, möchte ich allerdings noch auf zwei Tatsachen hinweisen. Erstens, es handelt sich bei meiner Bewerbung keinesfalls um einen Scherz oder eine künstlerische Aktion. Zweitens, werden heute diejenigen, die sich seit Jahren fragen, wie mein bürgerlicher Name lautet, für aufmerksames Zuhören belohnt. Am Ende dieser Rede werde ich nämlich meine lang gehütete Geheimidentität offenbaren, die ich seit nunmehr 7 Jahren vor der massiven Neugier einiger Piraten schützen konnte, was an sich schon eine bemerkenswerte Leistung ist. Das oben erwähnte Brennglas habe ich mitgebracht und gleich mal an meinem Mitgliedsausweis getestet. Und siehe da, dort steht nicht, der Inhaber ist berechtigt, sich seines Vorstandes zu bedienen, wie ich lange geglaubt habe, sondern der Inhaber ist berechtigt, sich seines Verstandes zu bedienen. Mit einer guten Brille hätte man das auch schon vorher sehen können. Piraten scheinen im Allgemeinen ein merkwürdiges Verhältnis zu ihren Vorständen zu haben. Einerseits hat man ja keine wirkliche Machtposition zu vergeben. Andererseits erwartet man von den Vorständen, alles im Sinne der Basis zu regeln. Das ist ein schwer auflösbarer Widerspruch. Auch wird oft so getan, als wäre es ein besonderes Privileg, Landesvorsitzender der Piraten Niedersachsen zu sein. Man kann ja mal die Herren Christian Koch, Jens Wolfhard Schicke-Uffmann, Arne Hattendorf, Andreas Neugebauer und Kevin Price fragen, wie wenig vergnüglich dieses Amt durchaus sein kann. Nun zu meinen Verdiensten. Am 22. September 2013, dem Tag der Bundestagswahl, haben wir Nordheimer Piraten das meiner Kenntnis nach bundesweit beste Ergebnis geholt. Es waren 6,49%. Diesen Wahlkampf habe ich verantwortlich geleitet und dabei meine Ideen nach Debatte im KV leider nur einigermaßen durchsetzen können. Wir haben dieses Ergebnis auch deshalb erreicht, weil wir fast alles anders gemacht haben, als es seinerzeit in der Piratenpartei üblich war. Ich weiß also, wie man an Wahlen auch unter vermeintlich schwierigen Bedingungen teilnehmen kann und das erfolgreich, und stelle dieses Wissen gerne zur Verfügung. Übrigens unabhängig davon, ob ich hier gewählt werde oder nicht. Uns stehen Kommunalwahlen bevor. Und dabei wäre es für den Fall meiner Wahl von Vorteil, dass ich von mir aus keine inhaltlichen Aussagen machen würde. Denn gerade in kommunalen Wahlkämpfen geht es darum, den Willen der örtlichen Piraten umzusetzen. Es ist also nicht der Redner, der die Inhalte liefern sollte, sondern die jeweilige Basis vor Ort. In der ersten Sitzung des gerade entlasteten Landesvorstands gab der amtierende 1V den Hinweis, die Piraten wären eine politische Partei und das Kernprodukt einer Partei wäre Politik. Falls Politik unser Kernprodukt sein sollte, dann brauchen wir Leute, die dieses Produkt verkaufen können. Falls das jemand besser kann als ich,
trete ich gerne von meiner Kandidatur zurück und widme mich wesentlich amüsanteren Aufgaben. Das Kernprodukt Politik herzustellen ist in unserer Partei nicht Sache des Vorstandes und schon gar nicht die Sache des Vorsitzenden. Wir sind Basisdemokraten. Und das kann nur bedeuten, Politik macht bei uns die Basis. Jeder einzelne Pirat, der vor Ort etwas ändern will. Die bisherigen Landesvorsitzenden haben sich mehr oder minder als Parteimanager verhalten und sich persönlich um vieles gekümmert. Mein Stil ist das nicht. Es ist nämlich wesentlich effektiver, wenn der letztendlich Verantwortliche den Überblick behält. Der Landesvorsitzende hat in erster Linie die Vertretung der Partei nach außen im Sinne der Beschlüsse der Basis zu verantworten. Die innere Verwaltung der Partei sollte beim zweiten Vorsitzenden und beim Genseck sowie beim gesamten Vorstand liegen. Nach meiner Rede auf der letzten Wahl-LMV sprach mich ein Pirat an, er würde mich ja wählen, wenn er mir nur vertrauen könnte. Darauf habe ich recht barsch reagiert, also ganz nach meiner Art. Deshalb hier für alle nochmal ins Stammbuch. Piraten, die Politikern vertrauen möchten, sollten sich ernsthaft überlegen, ob sie in der richtigen Partei sind. Basisdemokratie funktioniert nicht durch Delegation, sondern durch aktive, kritische Zusammenarbeit aller Piraten. Dann können wir auch mal die Lupe weglegen und uns unseres Vorstandes bedienen, sofern wir die Nutzung unseres Verstandes nicht allzu stark einschränken. Ich bitte euch nicht um euer Vertrauen. Ich bitte euch um eure Stimme. Bitte wählt mich nicht aus dem Gefühl heraus, sondern nur, wenn ihr unter Anwendung logischen Denkens zu der Überzeugung kommt, ich wäre der richtige Mann für dieses Amt. Wir werden für die Kommunalwahlen sehr viel tun müssen. Wir brauchen hartnäckigen Sachverstand und vor allem einen gewaltigen Vorrat an unerschütterlichem Humor. Was mich zum Ende meiner Rede und der Auflösung der immer wieder gestellten Frage nach meiner ganz geheimen Geheimentität bringt. In meinem bürgerlichen Leben arbeite ich als Journalist beim Daily Planet. Ich wohne im Apartment 3D in der Clinton Street 344 in Metropolis und mein Name ist Clark Kent. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Da wir die Kandidatenfragerunde im Anschluss an die Vorstellung machen, würde ich jetzt sagen, nächstes bitte. Ich darf? Florian, auch du? 10 Minuten? Ja, 10 Minuten brauche ich nicht. Also erstmal nochmal Moin zusammen. Nochmal für die, die mich nicht kennen. Ich war zwar schon ein paar Mal hier oben heute. Mein Name ist Florian Lang. Ich bin aktuell Beisitzer im Landesvorstand und Beisitzer im Kreisvorstand Osnabrück. Und mache euch das Angebot, heute als erster Vorsitzender hier zu kandidieren. Ich würde die Arbeit gerne weiterführen, die wir im vergangenen Landesvorstand angefangen haben. Es sind Fehler gemacht worden im vergangenen Landesvorstand, zu denen stehen wir, aber das sollte nach diesem Wochenende kein Thema mehr sein. Nach diesem Wochenende sollte uns nur noch ein Thema beschäftigen, das ist die Kommunalwahl und die Vorbereitung darauf. Wir müssen zusehen, dass wir 2016 möglichst viele Piraten in Parlamente kriegen, unsere vorhandenen Mandate verteidigen und möglichst neue dazu erringen. Und hierfür muss der kommende Landesvorstand die Weichen stellen. Ansonsten sehe ich da leider schwarz. Um das Ganze zu erreichen, ist es natürlich wichtig, dass sich der Vorstand auch mal politisch äußern darf. Ich weiß, das ist in dieser Partei nicht immer gerne gesehen, aber es ist nun mal leider so, dass die Presse auch vom Vorstand politische Äußerungen möchte. Wir haben Vorlagen liegen, wir haben sie nicht verwertet, wir haben uns mit uns selber beschäftigt. Die CDU positioniert sich am rechten Rand, fischt durch homophobe Äußerungen in Niedersachsen am rechten Rand Stimmen. Unsere Landesregierung gefährdet die Gesundheit von uns allen, indem sie Medikamente 5 Jahre weiter einlagert, die abgelaufen sind und diese auch noch verwenden will. Von der AfD will ich hier mal gar nicht reden.
habe ich den Faden verloren. Ich bin hinten nicht zu verstehen. Gut. Wir entwickeln uns hier in diesem Land immer weiter zu einem totalitären Überwachungsstaat, in dem nicht mehr irgendwelche gewählten Parlamentsvertreter die Macht haben, sondern nur noch Geheimdienste. Von uns kommt dazu genau gar nichts. Wir beschäftigen uns mit uns selber und das muss ein Ende haben. Deswegen, lasst uns jetzt hier heute die Weichen stellen, 2016 die Kommunalmandate zu erringen. Dafür würde ich gerne für euch im Landesvorstand arbeiten und würde die restliche Zeit euch gerne zur Verfügung stellen, damit wir möglichst produktiv nachher noch Programmanträge behandeln können. Und danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass es recht unhöflich ist, so Lautstärke anheben, sodass während sich einer fuschelt. Also habt ein bisschen Geduld mit den Leuten hier oben, seid ein bisschen ruhiger, hört ihnen zu und alles wird gut. Andreas. Ich habe eben schon gehört, die Akustik hinten ist schlecht. Es wäre nett, wenn man vielleicht dann am Tresen auch die Privatgespräche einstellt. Dann haben alle was davon. Danke. Liebe Piraten, liebe Freibeuter, liebe Gäste, wieder mehr Politik wagen. Das wollen wir uns als Mission Statement für die kommenden 2 Jahre aufgeben. Wir wollen wieder nach außen wirken und uns nicht mehr alleine um uns selber drehen. Wir wollen aufhören zu denken, dass unsere Bubble die ganze Welt ist und die ganze Welt Interesse an unserer Bubble hätte. Wir sind in dieser Partei zusammengekommen, um etwas in diesem Land zu ändern. Und auch wenn dieser Slogan inzwischen ein wenig altbacksch klingt, klar machen zum Ändern gilt immer noch. Wir sind gemeinsam in einer Partei, weil wir doch gemeinsame Ziele haben. Teilhabe aller, Verteidigung und Ausweitung der Bürgerrechte und die Freiheit des Einzelnen, Vorantreiben der digitalen Gesellschaft. Das sind nur einige der Themen, die uns bewegt haben, uns bei den Piraten zu engagieren. Warum also tun wir so wenig für unsere Ziele und so viel dafür, dass sich immer wieder Piraten und Bürger angewidert von uns abwenden? Und braucht nicht die Gesellschaft heute mehr denn je das Korrektiv, das wir in die Politik einbringen können? Fangen wir also mit dem Ändern bei uns vor der Tür hier in Niedersachsen an. Lasst uns wieder gemeinsam an unseren Themen arbeiten. Lasst uns die Strukturen innerhalb der Partei ausbauen und neue schaffen, die wir brauchen, um effektiv und erfolgreich zu arbeiten. Lasst uns wieder zu einer Diskussionskultur zurückkehren, die niemanden verletzt oder beleidigt, aber trotzdem offen und ehrlich in der Sache ist. Leben wir endlich die Gesellschaft vor, die wir uns wünschen. Lasst uns dort die Interessen bündeln, wo sie gebraucht werden, in den Arbeitsgruppen und in Gliederungen vor Ort. Wir sind die mit den Fragen, ist ein anderer, älterer Slogan von uns. Hier schwingt auch viel Neugierde und Interesse an gesellschaftlichen Vorgängen mit. Dazu gehört, dass wir uns über die Themen, die unsere Mitbürger beschäftigen, informieren und dort, wo wir es können, auch diese auch transportieren. Für mich bedeutet das auch, dass wir uns mit den Bürgerinitiativen vor Ort, Elterngruppen, Künstlerstammtischen, aber auch Vereinen und anderen NGOs auseinandersetzen, vernetzen und austauschen. Ich trete heute hier nach reiflicher Überlegung an, um für die nächsten 2 Jahre die Arbeit der Piraten in Niedersachsen mitzuprägen. Und da Politik ohne Mandate irgendwie doof ist, soll der absolute Schwerpunkt meiner Arbeit in der Vorbereitung und